Na hey, Schorschleute und frohe Weihnachten. Ich habe mir dies Jahr gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes, mal nicht von der Bequemlichkeit meiner Couch aus, auf der ich jedes Mal meine Streams verpenne und dann erst zu spät realisiere, dass es schon viel zu spät ist, um zu streamen und ich dann einfach auf der Couch weiterpenne, während mein Leben an mir vorbeizieht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen dieses Jahr mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was, ich glaube, ihr seht, wohin das Ganze läuft. In dem Sinne wünsche ich euch eine frohe Weihnachten und ein frohes Fest, frohe schöne Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn dies ist das letzte Video für 2021 und Gott behüte, es waren nicht viele dieses Jahr. Wir hatten ja schon das ganze Thema in dem Video Schorschmanns Back Alright, wo wir gesagt haben, warum das Ganze so war, wie es war dieses Jahr. Nämlich Self-Care is a thing. Und ich habe gemerkt, diese ganzen Ronny-Maßnahmen, während draußen Ronny Amok läuft, habe ich mir gedacht so, Arbeit wird nicht mehr so schön, ich muss mal ein bisschen auf mich selber achten. Deswegen dieses Jahr, glaube ich, noch, was waren das, 5 Videos oder so, also nicht viel. Und Streams hat sich auch ein bisschen gezogen dieses Jahr, was mir auch, wie gesagt, I'm sorry about that, aber dafür ab nächstes Jahr hoffentlich alles besser und schöner und toller. Und so viel sehen wir, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nämlich zum einen habe ich ein paar Ideen für neue Formate, die ich starten möchte auf YouTube. Ich habe ein paar neue Ideen für Stream-Sachen, die ich machen möchte, Stream-Events, ziemlich coole neue Sachen, auch was die ganzen technischen Aspekte angeht. Generell möchte wieder mehr mit Speedruns anfangen, weil ohne Witz, ich habe in letzter Zeit, gebe ich mir so viel davon, dass ich mir einfach sagen will, ich möchte mal wieder selber ein bisschen was runnen, aber ich möchte mal auch was suchen, wo ich richtig Bock drauf habe, mal wieder ein bisschen competitive zu werden. Entweder in Speedrun oder in was anderem. Das von daher, you can look forward to this. Neue YouTube-Formate, wo ich schon so ein paar Pläne habe, wo schon so ein bisschen in Arbeit sind auch, aber halt dieses Jahr jetzt nicht mehr ganz machbar waren, da Dezember ist ohne meinen guten Freund Gorbatschow immer relativ schwer zu überstehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, leider dieses Jahr ist auch nichts anderes. Der Dezember ist die schrecklichste Zeit für den Verkäufer überhaupt. Wenn es nach mir gehen würde, ich würde mich am 1.12. einfach irgendwo einbunkern und am 1.1. wieder rauskommen. Einfach damit ich das mir nicht antun muss und mir das nicht geben muss. Aber die Tage sind ja an sich immer schön. Die Weihnachtstage, ich freue mich auch jetzt schon wieder drauf, die Tage mit meiner Familie zu verbringen, soweit es schon erlaubt ist, nicht wahr? Und Neujahr auch dementsprechend ist wie immer seine Kleinigkeit, die man dann macht, soweit man es halt machbar ist, soweit es halt erlaubt ist. Aber ja, wie bereits im Schorschmanns Back Alright Video gesagt wurde, dieses Jahr war sehr chaotisch. Ich habe ein bisschen mehr versucht, auf mich selber zu achten, habe versucht ein bisschen mich selber mehr zu finden, mich selber besser zu verstehen dürfen, können. Und glaubt mir, das ist nötig. Also ich sag's euch nur mal so, auf euch selber zu achten und was euer Körper euch sagt und euer Geist vor allem, ist wichtig. Von daher achtet auf euch selber. Ich versuche auch jetzt immer, dass ich das Ganze, so meine Work-Life-Balance ein bisschen besser hinkriege. Dass man dann halt nicht solche Disaster-Streams hat, sondern dass man richtig was liefern kann, wo man auch im Nachhinein stolz drauf sein kann. Besonders auch auf die Videos, wo ich jetzt halt mittlerweile darauf hinarbeite, dass sie halt ein bisschen mehr qualitativ hochwertiger sind, dass man sich sie häufiger anschauen könnte. Wie gesagt, das wurde aber alles schon in dem Schorschmanns Back Alright Video gesagt. Für mich ist jetzt halt Weihnachten ganz klassisch mit meinem Vater und meiner Mutter und erster, zweiter Weihnachtstag. Der zweite Weihnachtstag existiert bei uns eigentlich immer nicht, sondern ist viel eher dazu da, sich mental auf das vorzubereiten, was sie auch das Auge des Sturms nennt, nämlich die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, die wohl schlimmste Zeit des Jahres, weil dann, oh mein Gott, man konnte 2 Tage nicht einkaufen gehen, erstmal ausflippen und alles für Silvester bunkern. Nicht so, dass man jetzt da irgendwie groß was machen dürfte. Das ist ja ein anderer Punkt noch zum Beispiel. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar mehr One-Off-Streams immer mal machen, also dass das immer ein bisschen mehr reingespliced wird, sodass man da ein bisschen mehr Vielfalt hat, so als Variation-Streamer zusammen mit diesem, was ich ja schon gekündigt habe, von wegen Speedruns, competitive ein bisschen. Da kommt die Ader so langsam wieder und ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann beerdigen oder einfach nur abschießen muss. Oder ob das tatsächlich ein Ding ist, was ich halt mal ein bisschen wieder machen möchte. Auf jeden Fall ist es gerade so ein Drang, den ich verspüre. Von daher dürft ihr damit rechnen, dass das kommt. Zum anderen, Projekte kommen eigentlich, also jetzt wirklich vollständige, ein Spiel komplett durch.
komme eigentlich dann jetzt auch nur noch, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, ja, this game, das wäre etwas, worauf ich jetzt die nächsten paar Male echt Bock hätte oder was ich sehe, dass ich es durchziehen könnte. Weil ich finde, das ist immer schade, wenn man dann so ein Spiel irgendwie hat, dann so ab dem zweiten, dritten Stream nicht mehr fühlt und man forst sich da irgendwie dann so durch und im Grunde hat man eigentlich gar keinen Bock, sondern würde viel lieber was anderes machen. Ist dann immer schade. Ich finde, sowas muss nicht sein. In dem Sinne wünsche ich euch wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie war euer Jahr, was habt ihr so erlebt? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie böse seid ihr mir, dass ich dieses Jahr gerade mal 4 Videos oder so geschafft habe? Und Streams auch nicht wirklich besonders. Nevermind. Und ich wünsche euch noch einen guten Rutsch und hoffentlich sehen wir uns dann frisch und wohlgenährt in 2022 wieder. Bis dahin.